So, weiter geht's. Ich hoffe, dass sie da mal irgendwie was daran ändern, dass man nicht die ganze Zeit... Oh mein Gott, Digga! Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Summon-Video auf meinem Kanal. Ja, falls du dich jetzt gerade gefragt hast, warum steht im Titel 60.000 Diamanten oder 60.000 plus Diamanten Summon-Video. Ich habe das Ganze jetzt einfach mal zusammengerechnet. In der Summe wären das mit dem Sterndeutungsraum ungefähr am Wert von 60.000 Diamanten, die ich hier öffne. Ich fand das Ganze als Titel einfach cooler, als einfach nur reinzuschreiben 200 plus Summons oder 180 plus Summons oder wie auch immer. Deswegen habe ich den Titel gewählt. Und ja, wir befinden uns heute auf meinem Test-Account. Ihr seht schon, ich habe auf jeden Fall einiges angespart. Ich würde einfach sagen, ich fange schon mal an, hier die Friendship Points zu ziehen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was wir so rausbekommen. Wie gesagt, über blaue freue ich mich eigentlich auch immer, aber es ist halt auch einfach immer was Cooles, wenn man halt einfach auch einen lilanen Helden zieht. Ich denke mal, ihr könnt das ja auch nachvollziehen. Dann gehe ich mal direkt rein in die, ja, normalen Schriftrollen. Hier bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Okay, ich muss kurz meine Helden aufsteigen lassen. Hier bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was wir so ziehen werden. Und schreibt mir auch mal gerne in die Kommentare, was ihr so von dem Titel haltet. Okay, wir haben Tarsi gezogen. Oder findet ihr es besser, wenn ich dann zum Beispiel reinschreibe 200 plus Summons? Das würde mich auf jeden Fall auch echt mal interessieren. Und ja, weiter geht's auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wen wir heute so bekommen. Wir haben auf jeden Fall in den letzten Summon-Videos auch immer echt sehr, sehr viel Glück gehabt. Und nice, wir kriegen auch wieder direkt ein Double. Und Ferael und Belinda sind auf jeden Fall zwei sehr, sehr starke Helden, mit denen ja, kann ich mich auf jeden Fall anfreunden. Und ja, hier haben wir nochmal meine Wunschliste. Ihr schreibt mir auch immer, dass ich die Wunschliste einblenden soll. Hier haben wir die Helden auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, weiter geht's. Ich muss auch sagen, das mit den ganzen Helden aufsteigen, das finde ich auch immer relativ nervig. Bevor wir weitermachen, mache ich nochmal die Single Summons hier. Falls wir da nichts rausziehen sollten, dann skippe ich das Ganze auch wieder. Oh, und nice, wir kriegen hier sogar einen lilanen Helden noch raus. Und wir haben nochmal Rowan gezogen. Okay, nice. Rowan auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Held. Freue ich mich auf jeden Fall drüber. Jetzt haben wir hier leider aber dann im Endeffekt nichts mehr rausbekommen. Und ich würde sagen, komm, machen wir einfach hier mit den Diamanten weiter und ziehen wir hier die Helden raus. Ich bin mal gespannt, wir haben jetzt gerade Rowan gehabt, wie viele lilane Helden wir noch ziehen werden. Und ihr seht es gerade oben an der Anzahl der Diamanten. Ich habe gerade leider aus Versehen zwei oder drei Packs aufgenommen oder beziehungsweise gezogen und nicht aufgenommen. Tut mir auf jeden Fall leid. Da habe ich aber auch nur eine Numizu gezogen. Deswegen, ja, ihr habt jetzt nichts Krasses verpasst oder so. Da war auf jeden Fall jetzt nichts irgendwie bei, wo man sagen könnte, okay, das ist jetzt echt richtig schlecht, dass das nicht in dem Video drin ist. Ja, wie gesagt, nur Numizu gezogen, ist aber ein guter Held. Und Estrilla haben wir auch bekommen, ist in Ordnung. Und was ich hier richtig nervig finde, ist, dass die ganze Zeit mit den Helden aufsteigen. So, weiter geht's. Ich hoffe, dass sie da mal irgendwie was daran ändern, dass man nicht die ganze Zeit... Oh mein Gott, Digga! Was? Ey! Und ich bin gerade noch über AFK Arena meckern und jetzt hauen die mir hier einfach vier Lilanen in ein Pack raus. Nemora, Chimera, Ulmus, Estrilla. Ach du Scheiße! Okay, AFK Arena, bestes Spiel, ändert einfach gar nichts, lass es genauso, wie es ist. Oh mein Gott, das haben die jetzt gerade echt nicht gemacht, oder? Und ja, okay, wir können jetzt hier noch ein bisschen ziehen. Ich muss hier wieder meine Heldenplätze. So, Heldenplätze sind verbessert. Boah, das war, ich habe mich gerade richtig erschrocken. Also ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich jetzt hier vier lila Helden in einem Zehnerpull beschwöre. Ich bin mal gespannt, wie jetzt so der Luck sein wird. Nochmal vielleicht ein lila Helden? Nein, schade, leider nicht. So, ich habe gerade noch ein paar Schriftrollen gezogen mit 300 Diamanten, habe da aber leider nichts mehr rausbekommen, deswegen habe ich das Ganze nicht reingeschnitten. Und schreibt mir auch mal gerne in die Kommentare, wie findet ihr eigentlich links die Anzeige, wie viele Helden wir so gezogen haben, also wie viele lila Helden, wie viele blaue Helden. Ich finde das eigentlich relativ cool und würde das auch gerne so beibehalten. Und nice, wir ziehen Belinda, wie auch, ja, wie ihr es schon seht, wir gehen hier auf die Lichtträger. So, und ich konnte schon wieder meine Helden aufsteigen lassen, aber ist mir auch egal. Wir haben gerade vier lila Helden gezogen, da bin ich so krass froh drüber. Da können sie von mir aus nach jedem Pack sagen, ey, du musst deine Helden aufsteigen lassen, wenn es so weitergehen würde. Und dann, ja, mache ich nochmal die Single Summons auf. Wenn ich da nichts rausziehe, dann, ja, cutte ich das Ganze wieder raus. Nee, leider nichts mehr rausgezogen, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin mit diesem Summon-Video so krass zufrieden. Ich habe, glaube ich, erst in meiner ganzen AFK-Arena-Laufbahn einmal vier lila Helden gezogen und das jetzt hier auf meinem zweiten Account dann noch, ja, in einem Video zu haben, ist einfach so geil. Wir haben jetzt gerade sogar Lucius gezogen und jetzt nochmal Tane. Lucius auf jeden Fall so nice.
Und ja, ich würde sagen, schauen wir nochmal hier in den Kasernshop rein und wir können uns noch hier lila Steine kaufen. Leider nur noch einmal 60, aber wir haben ja auf jeden Fall noch ein bisschen. 3 Stück haben wir noch, das heißt insgesamt kriegen wir da 4 Helden raus. Und ja, ich werde im Spiel jetzt nicht böse, wenn es auch sogar 3 Futterhelden sind, aber ich wünsche mir natürlich, ja, eigentlich mindestens 3 von 4 Aufgestiegene zu haben. Ich würde sagen, kombinieren wir einfach und okay, nice. Hier haben wir schon mal einen aufgestiegenen Held und zwar mit Torne. Dann haben wir noch Reine, Grisul und Nachher gezogen. Ja, okay, nice. Damit bin ich auf jeden Fall mega zufrieden. So Leute, mir ist gerade beim Schneiden nochmal aufgefallen, dass ich vor Freude voll vergessen habe, die 10-Stern-Deutungskarten auch zu ziehen. Ich würde sagen, ja komm, machen wir die jetzt hier einfach nochmal auf. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob wir da eine Talene rauskriegen. Ich würde sagen, drücken wir mal und nein, okay, leider keine Talene gezogen. Das heißt, ja, im Endeffekt wäre es auch nicht so schlimm gewesen, hätten wir das vergessen. Aber die Chance ist ja auf jeden Fall da, Leute. Und dann würde ich sagen, ja, danke auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast. Es war auf jeden Fall mega das geile Summon-Video. Ja, lass auf jeden Fall gerne ein Like da. Falls du neu auf dem Kanal bist, auch gerne ein kostenloses Follow droppen, würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut und ciao.